Im heutigen Video schauen wir mal, wie sich das gute Solana so entwickelt hat seit unserem letzten Update im Dezember. Ich zeige euch, womit ich rechne, worauf ich mich vorbereite und wie meine nächsten Zonen aussehen. Also dranbleiben und bis gleich. Herzlich willkommen zu Anonymous Analytics. Dank eures Wunsches und dank unseres Partners Tapbit, checkt den Link in der Beschreibung ab, gibt es dort jetzt Veracity und deswegen haben wir noch ein kleines Event. Die ersten 15 Sign-ups, die 200.000 Volumen handeln, bekommen $30 direkt in Veracity plus ein $70 Try-Fund, um dort zu handeln. Da kannst du mit 150er Hebel richtig Gas geben und damit halt dann Action machen. Mega nice. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Vielen Dank für alle Kommentare. Schön, dass wir alle noch dabei sind. Und lasst uns nicht lang schnacken und reingehen. Was geht ab? Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Anonymous Analytics. Wir schauen heute auf den guten Bruder Solana. Den haben wir uns vor Monaten, Weihnachten, weil ich wollte den eh noch zeigen. Gleich haben wir uns den das letzte Mal angeschaut. Jetzt schauen wir mal, wo wir aktuell stehen, wie der Werdegang war und was wir jetzt von dem Bruder erwarten können. Ich habe den nämlich hier noch offen. Ne, das ist Bruder BTC. Ich hatte mir nämlich gerade eigentlich... hier Solana. Eigentlich rausgezogen. So, machen wir mal so. Das letzte Mal hatten wir nämlich Weihnachten rum da drüber gesprochen, also erstmal so, wir hatten uns das hier angeschaut, dass wir hier diesen heftigen Bereich hatten, wo wir reingelaufen sind, haben gesagt, okay, das könnte das High sein, dass wir erstmal wieder weiter runterkommen. Das hat der Bruder auch gespielt und jetzt schauen wir mal eben, guck mal, hier ist noch die alte Zone, ja guck mal, ich sag doch Weihnachten rum, 25, 24, irgendwie so rum war es, haben wir gesagt, okay, wir hatten diesen dynamischen Ausbruch, wo wir natürlich sagen, da kaufen wir nicht rein, sondern warten immer erstmal eine tiefe Korrektur ab. Und das ist dann der Einkaufsbereich. Und ab da an ist der Bre dann weitergerannt. Hier sehen wir auch, dass wir genau bis ins obere Level reingelaufen sind. Und jetzt machen wir das hier mal in hell. Wir sind nämlich genau, oder was heißt genau, wir hatten auf jeden Fall hier dieses FIP-Level, hatten hier diesen Block rausgezogen. Moment, machen wir mal so. Sind da reingelaufen. Hier sieht man auch, dass wir sind zwar drüber gegangen und der Markt hat aber auch wieder, und das sehen wir anhand der Kerzen, also wir kamen ja hier quasi, oder nicht quasi, wir kamen dort nicht weiter. Also, denn alle Kerzen schließen hier auf einer Höhe, mehr oder weniger. Wenn wir uns das im Kleinen anschauen, hier sieht man, hier ist wie eine unsichtbare Wand. Der Bruder pusht da nicht mehr weiter und kommt da ins Stocken. Und danach sind wir auch sofort runtergekommen. Also sofort nach 21 Tagen stark. So lange haben wir uns dort gehalten, haben dann dort den Widerstand gebildet, sind runtergebrochen. Jetzt haben wir hier kein auffälliges, kein auffälliges Tief gebrochen. Das Einzige, was man sagen könnte, wäre das hier, dass wir hier drunter gebrochen sind und haben gerade den Pullback gemacht. Also Moment, ich mach mal so. Da sind wir stehen geblieben und haben vom High bis zum Low. Sieht man wieder, wie schön wir einfach mit unseren Leveln arbeiten können. Da ist der Bray reingeballert. Wir sehen direkt drüber und danach Abverkauf. Und das ist wieder, wir hatten im Übergeordneten hier das Pullback-Level und hatten das hier wieder im Kleinen. Da sieht man, wie schön man sich anhand der Level Step für Step so voranarbeiten kann. Hier unten hatten wir dieses Einkaufslevel von dieser gesamten Bewegung. Hier sieht man halt auch, wie lange wir uns gehalten haben. Und das ist jetzt wieder der Grund, dass man nicht so viel reininterpretieren darf. Also wir hatten hier, haben jetzt hier das High, haben ein Low. Das hier könnte das Lower High sein, aber dafür müssen wir hier drunter brechen. So, Moment, ich zeig mal eben so. Dann haben wir die Struktur High, Low, Lower High. Also wir haben, eine Sekunde, wir haben hier erst die Struktur gebrochen und wir wissen erst, dass das hier wirklich das Lower High ist, wenn wir hier unter diesen ganzen Kram hier drunter brechen. Weil dann sehen wir wieder, okay, wir haben neues Tief gebildet, brechen hier weiter runter, was halt nicht groß schlimm wäre, wenn man sieht, was sich hier für eine steile Liquidität angesammelt hat. Also ich
es wäre sogar in Ordnung, wenn Solana nochmal Richtung 80 oder hier drunter Richtung 60 gehen würde. Dass wir immer noch ein Teil dieser Bewegung, weil wir die ganze Zeit seit hier unten, seit den 20 Dollar bis 200 Dollar eigentlich die ganze Zeit Knallgas gegeben haben und hier hochgebrettert sind. Das heißt für mich, ich schaue erstmal, wenn wir hier hinlaufen und laufen dann wieder hoch und brechen dieses High, werden wir wieder Angriff auf die oberen Levels nehmen, Richtung ATH. Brechen wir aber unterhalb dieser Lows, werden wir wahrscheinlich Richtung 80 Dollar gehen und uns da nochmal hier Richtung 70 bis 80 Dollar da nochmal die Taschen voll machen können. Aber wie gesagt, das ist jetzt halt wie immer dieses wenn das, dann das, aber wir müssen uns halt vorher den Plan machen, wenn das hier das Lower High ist, ab wann ist das aktiviert? Erst wenn wir hier drunter brechen. Vorher, ich möchte den Krempel nochmal eben weg. Vorher kann es ja auch sein, dass wir ein High, Low, High, Low, dass wir hier einfach eine Range bilden. Und dann würden wir uns dazwischen verbrennen und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen müssen wir uns vorher den Plan machen, von wo nach wo der Markt laufen kann. Und so bereiten wir uns dann darauf vor, dass uns hier nichts entgeht. Also Solana haben wir auf dem Schirm. Es wird, Moment. Sieht man hier auch wieder, halten uns gerade wieder an dem Level. Und jetzt könnte er ja auch wieder wie BTC einfach erstmal komplett hochkorrigieren und danach nochmal runterfallen. Wichtig ist, wenn wir investieren wollen, dass wir halt immer vom Großen reingucken, damit wir halt auch diese FOMO wegbleibt. Weil wenn wir uns das hier anschauen, wie lange hat sich hier der Markt gehalten, wie lange hat sich hier der Markt gehalten und eigentlich hat sich am Bild nichts geändert. Also, wir haben unsere Level, wir wissen, was wir zu tun haben. Ich halte euch up to date, wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Bis dahin, Peace!